everybody. This is a video on French combat ration. This video is made in German and English and in French, just because my wife is a Frenchie and she's here with me to taste what's here inside. So, first of all, let's open it. Also, meine Frau ist dabei und Frau Supreme. Und daher wird es das sogar in drei verschiedenen Sprachen geben. Abartig, ja? Okay, komm. Fangen wir mal an. Die Frau Bremchen kommt gerade, die kann das übersetzen, was hier steht. Müsli auf Fress, ich weiß es nicht. Müsli? Ja. Fräse. Erdbeeren. Erdbeermüsli. Erdbeermüsli. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir hier Crevette et Poulet. Was sind das? Crevetten, Krabben und? Hühnchen. Shrimps with Chicken à la Asiatique. Salad Mexicain oder Salat Mexicain. Mhm. A consommé, froid. Also? Kalt genießen. Kalt genießen. Mexican Salad. To be consumed cold. This is whatever that is. Rillette. Da ist es besser zu sehen. Willst du vorsprechen? Nein, keine Ahnung. Das kenne ich nicht. Rillette. Makrele vielleicht? Kann sein, ja. A la Provencial. Pottage oder Potage Curry. Let's check the ingredients. So, Pommes, Kartoffeln, Pommes de terre, Potatoes. Also eine Art Kartoffel-Zwiebelsuppe. Wahrscheinlich. Seems to be like potato and Zwiebeln. Genau. Onions. Onion soup. There's some coffee, also hier Kaffee und coffee and tea. Kakao. Tee. Salz und Pfeffer. Ja. Salt and Pepper. Nochmal. Und nochmal. Zucker. Sugar. Sucre. Nochmal, mein Gott. Nochmal, Tee. China-Tee. China. Tee de China. Two coffee. Zwei Kaffee. Two coffee. Then we have, as a dessert, Reis. Riz au lait, also Milchreis. Milchreis. Vom Mont Blanc. Pâte de fruits, framboise, ja, das sind Himbeerkuchen, Kekse, irgendwas gefüllt mit Himbeer. Ich denke mal, das ist so eine Fruchtbar. Kann auch Fruchtbar. Sein. Chocolate. Schokolade, nur 64%. 64% Dunkelschokolade. Means it's dark chocolate. In Deutschland sagt man dazu Herrenschokolade. Mhm. Oh. Bar Kommando Kaffee. So that's for breakfast. Also hier fürs Frühstück denke ich mal, ist ein Kaffee. Entschuldigung. Kaffeekeks. Kaffeebar. Hi. Oh, ein isotonisches Getränk. Boisson isotonique. Isotonic Drink. Mit
Erdbeergeschmack. Ja. Fresse, hatten wir ja heute. Fresse. Biscuits der Army Kampagne. Biscuits. Warum sind die nicht so hart? I hope they are not too hard to eat. Klaus, Four Caramels. Also Karamell. Guo Vanille. Also mit Vanillegeschmack. Sehr gut. Great. Napkins. Also Taschentücher. Die Mouchoir. Was? Des Mouchoir. Taschentücher. Nougat auf. Fruits, also Frucht-Nougat. Fruit-Nougat. Nougat mit Früchten drin. And an Aspid Stove. And I recognize there are no there are no matches, but here they are. Oh, mit dem Eiffelturm drauf. Ich krieg kaputt. With Eiffelturm auf Englisch. Eiffel Tower. A little, what is that? Eine Mini-Gabel. Ne, Mini-Spork. Ja. Fuel Tablets. From Aspid. And here's an Aspid Stove. Die Tüte oder was? Ja. Was heißt das hier? Aquatabs. Ja, nicht runterschlucken, da sind Sicherheitshinweise drauf. Aquatabs. Water Purification Tablets. Sorry, she must make noises. And a trash bag. Cool. Okay. First, thanks to my subscriber. I don't know, I can tell his name. Also, zuerst noch ein vielen Dank an meinen Subscriber, der mir das schon vor geraumer Zeit geschenkt hat. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt fangen wir an mit Frühstück. So, let's begin with breakfast. So, let's get this on the tray. And I think we start with breakfast. And this is the muesli en fraise. Preparation. 80 bis 90 milliliter. So you have to mix it with 80 to 90 milliliters. Wasser. Frot. Schulde. Dann 5 Minuten warten. Also, mal vorlesen. Französisch? Ja. Boah, da kann ich aber nicht alles. Préparation. Préparation. Merci, environ. Ja. Die Zahlen auf Französisch kann ich leider nicht mehr. Octa? Nein. Nein? Du froid ou chaud. Was? Selon votre goût dans le sachet. Aha. Bien remué et. Die Küste après 5 Minuten. Ja, soll jetzt entweder kaltes oder warmes Wasser in den Beutel tun. Mhm. Hier die 80 bis 90 Milliliter. Ja. Und dann gut umrühren und 5 Minuten warten. Okidoki. So, preparation is to give 80 or 90 milliliters of water inside. Give it a stir and wait for 5 minutes. By the way, the expiration date of this muesli is the 25th of November 2017. And the entire package has an expiration date of 7th of September 2017, also 7. September 2017. Heute haben wir den 3.7. Here is stamped with green ink without pork. So this is maybe it's for Muslims. So let's start with the muesli. So, also ich vertraue diesem Spork hier nicht. So I don't trust this spork. I
our trusty US Army. So water is boiling. Look at that. That's a beauty. Du solltest du erst mal angucken, Schatz. So sieht das aus. So, that's how it looks when it's dry. Also, trocken Zustand. Soll ich mal probieren? Ja, dann nimm dir mal eins. Frühgetrocknet. Bleh. Okay, she doesn't like it. Also Frau Bremax, trocken nicht. Hot. That's really hot. Let's give it a stir and wait for a few minutes. So while we are waiting, let's have some coffee. With a coffee bar. Unfortunately, I don't have my foreign MIE coffee mug here with me, so I have to use what I have, and this is the coffee. It's not a granulate, it's a powder. No, it was granulated. Also, mein vollen MAI Becher leider nicht hier. Also nehme ich, was ich hier habe. Und das ist das hier, den Becher. Oh. Riech mal. Mhm. Das riecht schon mal nach französischem Kaffee. Ja? Mhm. My wife says this smells like French coffee. Probier mal. Stark, ne? Der ist stark. Mhm. I think this is aber not. Das ist kein Kaffeewasser, weil. Nein. I think this is more like Espresso. Also es ist wohl eher Espresso. Mhm. So. I use milk from Hof Königsfeld. This is fresh milk. And try the coffee bar. Oh, Frau Bremchen. Hm? Zu probieren. Was ist das? Ach, der Nougat. Nein, die Coffee bar. Hm. Oh. Looks like Nougat. Ist das auch Nougat? Auf jeden Fall ist da Kaffee drin. Hm. Das ist dieser Puffreis, den wir hier kennen. Da ist Puffreis drin? Ja. So, und die Franzosen müssen Eis im Kaffee trinken. She says, the French, schmeckt einmal alles besser. The French are dipping everything in the coffee and it tastes better. Mhm. Okay, let's give it a try. No. No. It does not taste better. Doch. Okay, she says, it tastes better. Check out the muesli. Okay.
Müsli. So, Müsli ist fertig. Jetzt Fini. Fini, oui. That's the Müsli. Rehydrated. Okay. Not too sweet, but you have enough sugar. Also nicht zu süß, aber man hat ja noch genug Zucker dabei. Ne? Zwei Tüten hatten wir hier. We have two packs of sugar. Mhm. Bisschen rein drum, was meinst du? Mhm. Ne? Okay. Ja. Mm-hmm. Auf, komm, hau rein, Baby. Mhm. Du hast Hunger? Ich bin doch noch am Essen. Mhm. Mach doch mal Galama. Mhm. Great Müsli. Mhm. So, this was breakfast. So we have to wait for a few hours to eat our dinner. Let's try the biscuits. Jetzt brauchen wir mal hier die Biscuits. Biscuit, was ist denn das deutsche Wort für Biscuit? Außer Biscuit. Kekse? Ja, ein Keks. Okay. So, oh, the dogs are coming. Also die Hunde kommen, die haben Kohldampf. Ja. Our dogs believe when it's you hear these noises, it's getting food for them. These are the crackers. Give it a try. Mom. Sit. They have a salzigen Geschmack. I have a salty taste. Probier. And so salzig, ne? So let's check it out with whatever that is. Oh, so, I don't know what that is. I think this could be a fish pate. So, let's give it a try. Oh yeah, that's a fish pate. So eine Art Fischcreme. Frau Brehm, möchtest du mal probieren? Was? She doesn't like fish. Die schmeckt aber lecker. Ja. Probier doch wenigstens mal. Ja, gleich. looks good and tastes good. Great. So, the missus is coming. And I said to her, give it a try. Sehr schön. Probier ruhig. No. Die ist lecker.
möglich. Ja, ich bin möglich. Nein. Und? Hm. Und? Hm. Hm. Geht so. No. She says, it's okay, but it's not good, but it's okay. Hm. She does not like fish. So now for dinner, we take salad Mexican, also mexikanischer Salat, and use both teas, China tea, Chinese tea. Wie soll das denn funktionieren hier? Okay. I don't know why. Also ich weiß nicht warum die hier in den Sack die Schnur eingewebt haben. Was soll denn der Quatsch? No, I don't know why the the cordage is inside the tea bag. I don't know why. So, I use sugar in my tea. Möchtest du auch Zucker im Tee? Mhm. And now let's open the salad Mexican. Also hier den mexikanischen Salat. Der ist wahrscheinlich auch ein bisschen scharf. Oh! Now, the Mrs. comes and tries the salad Mexican. Also, Frau Brehm kommt und probiert den Salat. Der sieht jetzt nur so ein bisschen aus, weil der so gequetscht ist. That's hard stuff. It's compressed. Sorry for the annoying car sounds in the background. Also, Entschuldigung für die Autogeräusche, die hinten da so nerven. Aber wir wohnen an einer Hauptverkehrsstraße. Mhm. Lecker. Mhm. Mhm. Taste gut. Noch mehr? Nee, das ist nicht dran. Okay. Full. Okay, we made the breakfast and the dinner in one shot, and she's stuffed with the muesli. But it's good stuff. Like it. Mm.
Oh, Thailand tea. Black tea. And this is Chinese tea, green tea. Magst du mal die Teesorten probieren? It smells great. Das ist Peppermint. Also Pfefferminztee. Pfefferminze? Das ist Pfefferminz und das ist schwarzer Ceylon-Tee. Zu heiß für mich. Zu heiß? She cannot drink so hot like I do. Ja, der schwarze. Der schwarze Tee ist nicht schön. Nicht dein Ding. Oh. Ist da Zucker drin? Ja. Ja. Hey Schnucki, warte, du kriegst jetzt noch dein Dessert, den Milchreis. Ja. 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 Okay. So. Milchreis. Take another spoon. We have two dirties here. This is for dessert. Pudding. So this is milk rice pudding. Milch rice pudding. Der ist wahrscheinlich ultra süß. Probier. Ne? Ne? Ist nicht ultra süß. Mm. She says it's not so sweet. Mm. So, I try. Das war mit dem Milchmädchen gemacht. Aha. Mm. This is not normal milk. This is more like condensed milk. Kondensmilch, Milchmädchen. Mm. Wow. Die Russen essen sowas gerne. The Russians eat a lot of Milchmädchen. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Don't know how to translate milk. Milk girl. But, okay, that's her stuff. Kannst du haben. Schenke ich dir. Dankeschön. Okay, that's that was dinner. So the last one here. I think it's for evening. Supper. Or was this is dinner. The other one was supper. Sorry. You can heat it. With the Aspen stove And the fuel tablets, but I warm it up in the microwave oven just for convenience. Ooh. Oh, Frau Schnocki, yes. Komm mal gucken. What? Das sieht ja schon fast asiatisch aus. Das sieht aus, als wären da Ringwürmer drin. She says, it looks like there would be rainworms. Regenwürmer inside. So we don't have another. Ich würde das erstmal erhitzen. Oh, she's a tough girl. She eat it cold. Man kann es auch kalt essen. Kann man auch kalt essen? Hm? Oh, okay, she says, you can eat it cold. Aber warm wäre natürlich noch besser. Ja, dann machen wir das doch. Okay, let's eat it. Now, when my wife is so tough, I eat it cold too.
there are the shrimps. Also hier sind die Shrimps. Okay. Paprika. Yellow Paprika. Another Shrimp. Und so Paprika, Shrimps. Hier ist das Hühnchen. Le Poulet. Mm. Great. Hm? There are some noodles. It's a little bit on the sour side, but great. Mm. Mushroom. Carrots. That's good stuff. Mm. Mein Leben lang. Okay, that's all for the moment. We eat the sweets and the potage curry later. I have to say this was a very, very good ration from this moment and yeah, great stuff. Also, die Süßigkeiten öffnen wir nachher. Mhm. Mm. So, see you later. Let's try the sweets. Frau Brehm, möchtest du noch die Süßigkeiten probieren? Okay, she says later. Now I'll try the caramel, vanilla caramel. Looks very good. It smells good. Wow. Okay. Oh, that's hot stuff. Hmm. Here's my tea. Das Karamell ist schon sehr hart. Ein bisschen erwärmen mit dem Tee. But great. Mm. Now let's try the dark chocolate. 1848. Die dunkle Schokolade. Yep. All right. And it's for many people it is unusual to eat dark chocolate and wash it down with peppermint tea, but I like that. Also ziemlich ungewöhnlich, dass man dunkle Schokolade mit Pfefferminztee runter, also runterwäscht. Ja, aber ich habe das in meiner Kindheit öfters gemacht, wenn ich krank war. Frucht-Nougat. Nougat of Fruits. Also Fruit Nougat. No Ternotch. Oh! Look at that. Great. Okay.
That's the fruit nougat. Hui. Use my Victorinox. Oh. Oh, that's hot stuff. Oh. Mmm. That's really great. It has a really, really nice taste. Great. And here's the fruit bar. Oh. Very nice fruity taste. Mm. Good stuff. Good stuff. Aber wirklich sehr fruchtigen Geschmack. Auch sehr süß. Ah, echt verdammt lecker. Wow. So, let's make the pottage curry. And have some hot chocolate. So now, let's have some hot chocolate and the pottage curry. And here's the isotonic drink, also Kakao, pottage curry, diese Suppe, und da den isotonischen, Getränk. The noise in the background is our dog, Lukas, the survival dog. Also der Hintergrund, das geschlabbert hat, ist der Lukas. Alright. Now the isotonic drink. Also der isotonische Getränk. Oh. Check that out. Also hier, der tonische Getränk, das ist also nicht zu süß. Da kann man ruhig noch ein bisschen nachschießen. That has a nice flavor. Schöne noch Farbe. And now the soup. Mrs. Bram is stuffed. She cannot eat anymore. Oh. Ooh.
It's more like a bouillon. Also hier ist eher Bouillon, also mehr als eine Suppe. Mild taste of curry. Good. Very good. I think if you come in the winter home and or you were in a maneuver, you drink that and you feel good. Now let's have some hot chocolate. No, that's typical instant hot chocolate. You can mix with water, also das typische Kakao, den man mit Wasser anmischt. But it's good. Schmeckt okay. And now the isotonic drink. Give it a stir again. Also hier nochmal umrühren. Jetzt bin ich aber auch extrem voll. Auch wenn wir das in mehreren Schüssen gemacht haben, dieses Video. Even if we did the video with several times and shoots, I'm stuffed. Man, oh man, oh man, I'm stuffed. Really stuffed. So, well, very good. Well, also sehr lecker. Und um zum Fazit zu kommen, das ist wirklich eine der besten Rationen, die ich bis jetzt gegessen habe. Die sind auf jeden Fall ihr Geld wert. So, this is one of the best rations I ever had. I would say it's the best ration. This was very tasty and had a lot of fun shooting this video. Yeah. And I cannot give greetings to everybody here in the video, so please check out my description box. There you can see who is the one I'm greeting, and there are so many people like Gundog, Steve, Foreign MRE, Art and Nina, Madras Arsenal, Siki Pop, Matthias Ditgen, all the national and international reviewers, and hope we see us next Sunday and with the next ration, maybe in Halal. Also, ich kann nicht alle nennen, die ich grüßen möchte hier. Ich habe sie jetzt gerade eben schon ein paar genannt. Guckt mal in die Videobeschreibung rein und geht auf die Kanäle, geht auf den Webshop zum Beispiel von Art und Nina. Hui, bin ich satt. So, thanks for watching and take care. Bye bye. And as always, in Germany, I say, wie immer gilt, tschüss Mario, schwenk du, tschüss ab und schwenk dich ab. Bye bye.